Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Far Cry Primal, zurück in der Steinzeit, zurück in der Wildnis. Wir werden diese Episode mal der Hauptquest weiter nachgehen, zumindest versuche ich das. Ich habe mir das da hinten schon mal markiert, in 500 Metern Entfernung. Was bist du? Oh, das ist so ein Wollnashorn. Habt ihr das gesehen? Oh nein! Daneben! Treffer! Oh nein! Ah. Oh Gott, ich hab keine Speere mehr. Oh, ich hab wieder einen Speer aufgehoben. Oh nein! Es geht ja gut los hier! Weg, 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 weg! Alter, das macht echt kurzen Prozess mit unserem Pantherchen, aber wir machen kurzen Prozess mit dir. Oh, was kommt da? Noch ein Nashorn. Oh Gott. Ich muss irgendwie mein Kätzchen wiederbeleben. Oh Gott. Oh, es ist ganz schön aggro. Heilen, heilen, heilen. Heilen. Oh Gott, ich bin tot. Ja, wer kann denn ahnen, dass da noch so ein zweites doofes Nashorn kommt? Mit dem ersten sind wir eigentlich ganz gut fertig geworden. Abgesehen von der Panik und der Todesangst, die ich hatte. Toll, jetzt sind die ganzen Speere weg. Unser Kätzchen ist tot. Und wir haben noch nicht mal das Fell bekommen, ne? Oh, klasse. Jetzt sind da noch am Kämpfen mit den, wie hießen sie nochmal, die blauen Typen. Na, ihr fehlt mir noch. Oder kämpfen die dagegen einen von unseren? Wer bist du? Bist du nicht auch ein Gegner? Du bist doch auch ein Gegner. Das sah zuerst so aus, als wollte der uns gar nicht angreifen. Er hat zu sehr mit den Udam beschäftigt. Und hier sind auch welche von denen. So, wir sind aber wieder aufgehalten worden, denn ich hätte mir den Marker da eigentlich auch hingesetzt. Keine Ahnung, warum das jetzt, wahrscheinlich durch meinen Tod, hat sich der Marker wieder aufgelöst. Da sind schon wieder diese Nashörner. Ich muss Rache nehmen, Leute. Wieso läuft es weg? Dann töten wir halt dich. Einer von euch muss dran glauben. Die laufen einfach weg. Diese feigen Nashornschweine. Haben die noch Angst oder was? Von eben? Ja, sie wissen, dass sie nur Glück hatten. Dass sie es nicht noch einmal mit mir aufnehmen. Jetzt haben wir es gereizt. Und die ganze Herde kommt. Oh Gott. Oh Gott. Gut, dass ich mich heilen kann im vollen Sprint. Alter, das sind drei Nashörner jetzt, die auf uns los wollen. Alter. Alter, was willst du da machen? Das ist ja total krank. Das ist ja total krank. Das ist ja total krank. Was ist das für eine Scheiße? Was ist das für eine Scheiße mit den Nashörnern, bitte? Vielleicht sollte ich auch einfach mal ein anderes Tier nehmen. Vielleicht
Vielleicht sollte ich einfach mal den Bären nehmen, zum Beispiel. Den hier. So, dann wollen wir mal sehen, ob ihr damit noch klarkommt. Ihr verkackten Nashörner. Aber der Stein, der ist immer wieder da. Sind da auch wieder die Udam am Kämpfen, oder was ist da so laut? So, kommt her, ihr verkackten Nashörner. Geh drauf, mein Bärchen. Mein Bärchen steht einfach blöd rum und macht nichts. Boah, guckt euch mal an, wie groß der Bär ist, bitte. Alter, ich habe einen kurzen Moment gebraucht, um überhaupt zu sehen, was der Bär ist und was das Nashorn. Das ist ja übertrieben. Guckt euch mal hier unseren Bären an. Geil. Nee, nee. Okay, damit rotten wir alle aus jetzt. Die müssen alle dran glauben. Der Krieg ist... Ihr wolltet es so. Ihr wolltet Krieg. Ich wollte nur das, was ich brauchte. Und das macht meinen Bären fertig. Oh Gott. Nicht schon wieder. Nein, jetzt kommt ein zweites. Oh Gott, guck mal, wie viel die aushalten. Ich brauche meinen Bären wieder. Aber das wird bewacht. Der wird bewacht von einem Nashorn. Komm schon, stirb. Oh Gott. Heil dich. Ausweichen. Er renkt sich einfach einen Finger ein und alles ist wieder Paletti. Ah, dann wird es jetzt nicht gerechnet. Scheiß Nashorn. Komm her. Ja, hier, der Baum ist mein Freund. Aha. Wie viel hältst du denn aus? Kannst du mal sterben? Ja, schön die Finger wieder einrenken, dann ist alles wieder gut. Ich nehme mal hier die andere Keule raus, die schnelle Keule. Ja, stirb du, mieses Drecksvieh. Oh, das ist ein seltenes. Deswegen war das auch so stark wahrscheinlich. Ich brauche meinen Bären wieder. Warte, jetzt muss ich den Decken gehen. Kann ich den einfach so rufen, den Bären? Ha! Du bist tot. Jetzt nehme ich deine Haut und dein leckeres Fleisch und verfüttere es an meinen Bären. Dich auch. Ja, die Nashörner, sie wollten Krieg. Sie sollen ihn bekommen. Auch wenn ich dort jede Menge Munition verbraucht habe und jede Menge Nerven. Ah, so, jetzt wollen wir weitermachen mit der Hauptquest. Oh, ich sehe gerade, da ist noch ein Lager. Das wurde mir gar nicht angezeigt vorher. Dann werden wir natürlich den Zwischenposten vorher noch befreien. Mensch, Bärchen, du bist ganz schön laut. Vielleicht ist es gar nicht so schlau, dich mitzunehmen jetzt hier zu dieser Infiltration. Ah, da sind schon wieder die nächsten Nashörner. Wir haben schon genug von eurer Familie ausgerottet. Ich will mich jetzt nicht mit denen auch noch anlegen, sonst kommen wir nie ans Ziel. Auch wenn sie schon wieder aggressiv werden.
Mir folgt schon wieder eins. Es will mich schon wieder töten. Das ist schon wieder ein seltenes. Alter, man kann auch keine Haken schlagen, die Nashörner. Zu schnell. Gott, sie greifen meinen Bären an. Mein armer Bär. Lasst mich doch einfach in Ruhe. Ich habe euch doch gar nichts getan, außer eure halbe Familie ausgerottet. Aber auch nur, weil sie es nicht anders wollten. Mein Bär ist schon wieder tot. Ah, cool, hier kann ich hochgehen. Der stirbt. Naja. Andererseits weiß ich gar nicht, was das soll mit dem Sterben. Wir können ja die Begleiter scheinbar doch irgendwie immer wieder rufen. Oder vielleicht verbraucht das dieses Rotblatt. Aber so selten ist das jetzt auch nicht, dass ich da jetzt großen Kummer schieben würde, dass wir da ein Rotblatt verbrauchen. Jedes Mal, wenn ich den wiederbeleben muss. Was ist das hier für eine Höhle? Hier ist auf jeden Fall irgendwas, was wir noch abgreifen können, eventuell, aber habe ich jetzt eigentlich eher weniger Lust zu. Ich möchte hier lieber das Lager infiltrieren. Okay, ich hoffe, wir stehen jetzt nicht direkt mitten im Lager drin. Schon mal die Eule. Oh je. Die haben ja hier einen richtigen Bunker, so wie es aussieht. Okay, da ist das Horn. Da haben wir einen, der kann so Verstärkung sogar rufen. Okay. Zurückrufen. Jetzt haben wir die Leute, die außen sind, schon mal markiert. Der hat scheinbar einen Helm. Und der hält auch noch extrem viel aus. Ja, geil. Geil. Sowas verstehe ich nicht. Komm her. Doch eh kein. Boah, Alter. Sterbe. Oh, ich muss hier weg. Erstmal muss ich mein Tier holen. Wir holen mal den anderen Bären, den kleineren. Wir sind jetzt eh aufgeflogen. Das habe ich allerdings nicht so ganz verstanden, warum der mich da direkt direkt gesehen hat. Ins Gesicht. Du auch. Ihr müsst alle sterben. Alle sterben. Mein Bär hat auch noch einen ausgeschaltet. Oh je, da kommen noch mehr. Oh, die sollen ruhig kommen. Oh cool, ich kann den Speer anzünden. Ich werde euch alle töten. Alter, der hält mehr aus. Ah, oh, die haben alle. Die haben so Helme an. Ich wette, deswegen konnte. Das war auch mein Verhängnis eben, dass ich den einen nicht killen konnte, weil der so einen doofen Helm auf hatte. Komm schon. Bam. Wow. Was bist du für einer? Ah, hab den Finger gesehen. Komm her. Du musst auch sterben. So, und einen noch. Der steht da oben. Wirft mit Steinen.
So. Das war's. Haben wir diesen Außenposten auch befreit. Oh, meine Nerven. Ja, gar nicht mal so leicht, die ganze Geschichte hier. Ganz schön stressig. Mit den ganzen Nashörnern. Und dann wird man hier auch noch entdeckt. Jeder will einen töten. Aber es hat sich gelohnt. 5 neue Bevölkerungsmitglieder. So, dann wollen wir mal schauen, was wir hier in den Säckchen haben. Ob da mal ausnahmsweise was drin ist, was sich lohnt. Höhlenbärenfell, Jackfell. Oh. Geht so. Den meisten Kram, den wir so finden, da haben wir eh schon alles voll. Mal gerade, ob wir hier noch irgendwas herstellen können. Ach, bin ich die ganze Zeit mit unserem schwachen Bogen unterwegs gewesen? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Hatte ich die ganze Zeit den schwachen Bogen draußen und gar nicht unseren langen Bogen? Dann ist ja klar, dass das nichts wurde. Wer bist du? Ah, du bist einer von uns. Erschreck mich doch nicht so. So, mal kurz gucken, was wir hier oben noch haben. Okay, das ist gar nicht oben, sondern in der Höhle drin. Und da sind auch noch Vorräte, die will ich auch noch mitnehmen. Nee, Pfeil anzünden wollte ich gar nicht. Aber auch eine coole Sache, dass man das auch machen kann. Ah, da unten. So. Jetzt lass mich mal raus. Er macht... geht keinen Zentimeter zur Seite. Und mein Bär auch nicht. Och, Leute, im Ernst. Ah, warte, den Bären kann ich wenigstens wegschicken. So, wir holen mal den toten Bären zurück. Ah, da stand's, glaube ich, ne? Ja, jetzt ist es schon weg. Da stand, glaube ich, dass ich Rotblatt benötige, um ihn zu rufen. Okay, also hat es doch... verbraucht es doch Ressourcen. Aber wie man sieht ja hier, Rotblatt ist jetzt eigentlich nichts, was jetzt so mega selten ist. Man muss halt nur, darf nur nicht so faul sein und muss es ab und zu mal einsammeln. Eigentlich nicht weiter wild. So, hier sammeln wir noch ein bisschen Südsteinstaub. Und wir können auch schon wieder was ausbauen. Wollen wir mal schauen, was wir dort haben. Ah, wir können entweder den Bogen verbessern... oder unseren Speer. Oder den hier. Ich bin aber dafür, dass wir den Speer erstmal ausbauen. Hat er ein bisschen mehr Haltbarkeit. Ja, und hier erhöhen wir eh nur die Feuerrate. Das ist nicht so wirklich wichtig. Aber ich kann es trotzdem noch ausbauen. So, und hierfür bräuchten wir dann nochmal ein bisschen Südsteinstaub. Vielleicht... durchdringt die Masken. Oh. Können geworfen werden. Ah, die Steinsplitter, die sind nicht schlecht. Dann nehme ich mir mal das Upgrade. Dann könnte ich damit nämlich die ganzen Maskentypen killen. Und ich kann das auch noch ausbauen. Na gut, dann bauen wir das alles aus. Wow, und wir sehen, wir haben wirklich schon einiges am Laufen. Großelchhaut brauchen wir nur noch 2. Und dann hier brauchen wir nur noch ein bisschen Südstein und Südsteinstaub. Dann haben wir hier oben in dem Tree schon alles ausgebaut, schon alles abgegradet, was geht. Ja, und hier unten sieht es ja eigentlich auch schon recht gut aus. Wolfsfell, Weißwolffell brauchen wir ein bisschen. Und Affenfell. Ich habe keine Ahnung, wo wir das herhaben, ob wir das in so einem Vorratslager gefunden haben. Ansonsten ist mir nicht bewusst, dass ich irgendwelche Affen getötet habe. Ja, leider haben wir es diese Episode nicht ganz geschafft, hier zur nächsten Hauptquest zu kommen, zu Urki, dem Denker. Aber das werden wir in der nächsten Episode tun. Deswegen würde es mich sehr freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
euer Silent.